Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Mass Effect Andromeda. Wir gucken uns heute mal keinen Codex-Eintrag an, sondern gehen hier gleich in den Kampf mit irgendwelchen fiesen Gegnern, die schon wieder hier drüben rumgucken. Und da müssen wir aufpassen, wir haben Haustierchen dabei. Mal sehen, ne? Also das da ist eine ganz gute Fallback-Position, glaube ich. Wo sind die denn? They see us. Wo denn? Ah, hier. Here we go. No much talking, are they? Look out, more of their pets. This is for Kirkland. You hanging in there? Don't worry about me. Oh, da ist irgendwo noch einer. Ah, hier. Können wir doch direkt den. Oh, fuck. Ja, genau. Schön Granaten drauf. Das ist gut, wenn die hinterm Stein hocken. Oh, fuck. Was macht er denn hier? Sterben. Alles klar. So, einen haben wir noch. Ist er? Okay. Oder er ist tot. Nee, er ist noch da. That did it! Oh, you're pretty good at this, Ryder. I used to guard a Mass Effect Relay. Wish we'd had one for the Orks. I wonder what these guys were doing here. Crash of some kind. It's not one of our ships. Ach, wir haben hier das Wrack, mit dem die... Ah, müssen wir uns gleich mal angucken. Müssen wir uns echt gleich mal angucken, ne? Da ist eine Hülle, die gucken wir uns auch gleich an. Definitely not from the Milky Way. One of these. Think the storm got it? At least the weather isn't playing favorites. You'd think if this was their planet, they'd know how to handle the storms. Wahrscheinlich, ne? Es sind sie aus ähnlichen Gründen wie wir hier. Das war hier super interessant. Was ist das? Ja, keine Ahnung. Okay. Ach, hier ist die Munitionskiste, wo ich gerade Zeug mitgenommen habe. Sehr gut. Das Schiff gucken wir uns gleich an. Ich gucke mir erstmal den Rest an. Der noch so rumguckt. Mal gucken, da hinten waren wir ja schon, ne? Ja, bis hierhin sind wir ungefähr schon, bis hierhin sind wir vorgestoßen, hier waren wir noch gar nicht. Dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Ja, wir haben jetzt schon unheimlich viele von diesen Punkten, die wir durch Scannen immer bekommen. Und ich habe noch keinen Plan, was wir damit machen können. Irgendwas wird sich da schon finden. So, ich renne mal hier noch ein bisschen lang, bevor wir uns gleich das Schiff anschauen. Ach du Scheiße, hier sieht es aber gefährlich aus. Ja, hier sieht es auch interessant aus. Krasser Scheiß. Wo sind wir denn hier? Ist das hier schon der... Nee, ist gar kein Point of Interest angeblich hier. Ja, das sehe ich aber anders. Is that sound coming from below? Alien gods of the underworld? Don't say that. I think it's machinery. You can feel the vibration. Oh, the scale of this. Who built it? Alien gods. Okay.
Ich hänge hier fest, na geil. Kann man hier irgendwo hin? Das sieht gar nicht so aus, wirklich, ne? Und es ist halt auch nicht auf der Karte als irgendwas Interessantes eingezeichnet. Na gut. Da verkümmern wir uns erstmal von hier. Und gucken uns erstmal das Schiff und diese Höhle an. Wow, das war knapp. Das war super knapp. Apropos knapp. Oh. Steckt hier so weit in der Erde und wir können so durchgucken. Ah, okay, interessant. Ja, man kann, wenn man den Scanner draußen hat, weder sprinten noch springen. So, was sollen wir denn mit dem Ding machen? Können wir damit überhaupt irgendwas machen? Ein Alien-Transportcontainer. Food. I think. Can't be local. Not growing anything on this planet. So maybe they're bringing it in from off world. More of them in the cluster? Not loving that. Ja. Ja, wahrscheinlich gibt es ja noch mehr von denen. Ich meine, das werden ja nicht nur 1-200 Typen sein, die wir wegballern werden. So, dann schauen wir mal rein in diese Höhle. Was es da gibt. Ich hoffe weniger Blitze. Ich vermute Pilzsporen. Oh, eine Riesenpflanze. Na geil, das mag ich ja jetzt schon. Check that out. Now this looks more like the golden world my dad was expecting. Definitiv. Then, the long range scans were right. This could have been home 600 years ago. And then who knows? Dead animal here in some sort of trap. Pretty recent too. You supposed to? If it's anything like plants back in the Milky Way, there are signs of cellular mutation. It's lasted this long. Guess that makes it the Alpha Tree, huh? Yeah. But what happened to all its friends outside? Jetzt habe ich hier natürlich so ein bisschen unterbrochen. Ja, das sieht aber unangenehm aus. Eine Mischung aus Krabbe und Gottesanbeterin irgendwie. Also wir haben hier echt coole Pflanzen, okay. Und hier in dieser Felsspalte scheint ihr auch überlebt zu haben. Wahrscheinlich kommen wir jetzt in Tal mit Dinosauriern oder so. Das sieht zumindest ein bisschen so aus. Sie haben ungenutzte Forschungsdaten. Begeben Sie sich zu einer Forschungsstation, um neue Projekte freizuschalten. Ach hier, diese Scanner, das sind Forschungsdaten. Ja, okay. Also wenn ich an einer Forschungsstation vorbeikomme, weiß ich Bescheid. Ist denn hier auch irgendwas? Das ist schon wieder diese komische Alien-Anlage. Scheint es richtig tief runter zu gehen. Oh, Blitz. Ja, irgendwie mit dieser Anlage hier müssen wir uns auch noch mal beschäftigen bei Gelegenheit. Ich weiß nicht genau, wie kommt man denn da ran? Also hier haben wir die Höhle. Hier haben wir wahrscheinlich alles erkundet so langsam, ne? Wir haben hier noch ein Alien-Gebäude und dann haben wir da halt unsere Leute. Und dann müssen wir wahrscheinlich hier oben auch noch hin, zu der unbekannten Megastruktur. Das heißt, wir sollten uns vielleicht zuerst hier umgucken, wenn es denn geht. Ich weiß es nicht. Zur Not müssen wir halt hier nochmal ganz zurücklaufen. Irgendwie und dann von hier aus nochmal versuchen, da hinzukommen. Ich bezweifle halt nur, dass es irgendwie Sinn ergibt. Also, jetzt habe ich mich verlaufen gerade. Scheiße. Doch, stimmt schon.
Also das sieht echt nicht so einladend aus. Diese Struktur. Interessant, ja. Einladend, nein. So, ich hoffe, bei der Höhle gab es irgendwie einen Speicherpunkt. Ich habe nicht drauf geachtet, ob das Speichersymbol war oder was. Und ich werde hier einfach mal ein bisschen rumspringen. Ich meine, das lädt ja hier quasi zum... Wie ist er denn so schnell hier hochgekommen? Das lädt er hier quasi ein. Dazu so ein bisschen erkundet zu werden durch Springen. Das hier irgendwie scannen? Nee. Hier höre ich so Spritzeln und Spratzeln. Aber ansonsten... Achso, und dann kommen wir direkt hier hinten. Okay, jetzt sind wir hier schon. Also es scheint wirklich nur so ein... Wonder what's in here? Frage ich mich auch. Finden es mal raus, oder? What the? Did you see ja, habe ich. Some kind of flying thing. Added to the list of stuff around here we don't understand. Ah, und hier gibt's einen geheimen Loot-Stash, okay. Universalhalbleiter, okay, das hier mit diesem Symbol, ne, das scheint alles einfach nur Loot zu sein, dass wir dann irgendwie tauschen können, verkaufen, was auch immer. Ein Relikt-Dechiffrierungsschlüssel, okay. Sie sind äußerst selten. Mit ihrer Hilfe lässt sich durch glyphenkodierte Reliktkonsolen entschlüsseln. Leider wird der Schlüssel dabei ausnahmslos zerstört. Okay. Ja, hier scheint es nicht höher zu gehen irgendwie. Ne, da kommen wir nirgendwo ran. Also hier eine kleine Loothöhle mit seltenem Loot angeblich. Also ich würde schon sagen, dass sich Erkunden hier in diesem Spiel doch lohnt. So, und da oben waren wir ja schon, ne? Das war ja diese Struktur. Ach, Krognet 10, Krognet hatten wir doch schon. Aber das müsste doch hier jetzt wieder genau dieses Gebiet sein, ne? Ja, genau, alles klar. Und da waren wir ja nicht viel weiter nach hier hinten gegangen. Ja, ich bin vorsichtig. Das war echt knapp gerade. Ja, da sind wir irgendwie nicht viel weiter nach hier hinten gegangen, weil ich weiß gar nicht mehr warum. Weil ich eigentlich dachte, wir müssen hier sowieso lang. Bis jetzt. Achso. Ja, diese Megastruktur, ne? Da müssen wir irgendwie hin. Da wird sich vielleicht ein bisschen aufklären, was das Ganze hier soll. Oder das wird der Anfang des Rätsels hier sein. Okay, hier kann man noch so ein bisschen rumspringen, wie es aussieht. Zum Beispiel nach der... Oh Gott, schaffe ich das bis nach da drüben? Ja, von der anderen Seite, oder? Ne, schafft man locker. Okay, gut. Also Sprungdistanz kann ich noch gar nicht einschätzen, habe ich gerade festgestellt. Scanner gerade raus. Guck mal, ob es hier noch irgendwie was gibt, aber ich glaube nicht, ne? Diese Plattformen sind halt größtenteils leer. Können wir hier so einen Dechiffrierungsschlüssel benutzen an so einer Konsole? Nee. Damit können wir noch nichts anfangen. Ja, vielleicht später irgendwann. Oder habe ich hier irgendwas übersehen? Nee. Oh, das war knapp. Da dachte ich eigentlich, das ist so ein Sprung, den schaffe ich locker. Und dann war es einigermaßen knapp. So, okay, dann gehen wir jetzt hier durch die Höhle und gehen uns jetzt endlich diese Signalraketen angucken. Bäh, runtergefallen. Ja, da könnte man ja auch kurz mit seinem Jetpack abbremsen, ne? Wenn man da so runterfällt.
Das wäre doch eigentlich ganz cool. So, dann gucken wir mal. Hier unten habe ich mich, glaube ich... Oh, Scheiße. Ja. Hier unten habe ich mich, glaube ich, noch gar nicht umgesehen. Hier scheint es auch nichts Spannendes zu geben. Was nun? Ach, bin ich hier durch so ein Gift gelaufen oder sowas? Konnte ich bei der Beleuchtung nicht identifizieren. Ach, hier ist noch so ein Alien-Gebäude, das wir uns angucken sollten. Der Eingang ist da drüben oder hier oben? Ich weiß nicht, wo geht's denn hier oben hin? Ach du Scheiße. What is this? Pretty serious looking operation. Ohne Quatsch jetzt, ne? Okay, bevor wir dahin gehen, sollten wir uns auf jeden Fall erstmal die anderen Überlebenden schnappen. Krass. Da ist ja einfach so ein... Hier ist Gift. Da ist ja einfach so ein riesiges Ding. Hör mal, man kommt da so nichts an hoch und dann so... What? Riesending. Drüben waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Aber hier gibt es auch nichts. Ne? Oh, great. That can't be good. It's not company. Oh, shit. Dann geh auch mal in Deckung. Looks like a whole patrol. Die Granate wäre jetzt gerade gut. Push them back. Ja, die pushen uns. Hier haben wir ein bisschen Deckung. Ja, schön kontrollierte Feuerstöße. Weil Rückstoß. Wenn wir den Kopf treffen können, ist das natürlich doppelt gut. Wirf mal eine Granate dahin, Junge. Wow, nicht hierhin. Tja, ich glaube, der Blitz hat die erwischt. Du hättest beinahe uns gegrillt. Habe ich noch. Es geht. Okay. Also das waren jetzt nur 4 von den Küken. Ja, trotzdem unangenehm. So, hier oben war das Schiff, ne? Alles klar, okay. Oh, da ist ein Eingang. Oh, da ist eine Munitionskiste. Ja, dann gucken wir mal, ob unser Papa noch lebt. Was haben wir denn noch auf der Karte eigentlich? Doch, hier haben wir noch diese Alien-Struktur. Okay, schade. Die hätte ich natürlich gerne mitgenommen. Und da haben wir da drüben noch Papa Ryder. Cora, we read you. You're alive. Shuttle repairs are underway, but we're surrounded. They're not friendly. On our way. Nav point marked. Nav point marked, echt? Ich wollte eigentlich die Signalraketen untersuchen. Sind die jetzt weg? Nee, das haben wir gerade erfüllt, okay. Sehr schön. Also zum zweiten Shuttle müssen wir jetzt noch gelangen irgendwie. Da drüben, ne? Wie komme ich denn da?
Wahrscheinlich kann ich hier rüber springen und von da aus komme ich ja aber nicht weiter, oder? Also ich guck mal kurz hier drin nach. Ne, von hier aus ist auch doof. Da geht's auch nirgendwo weiter. Okay, na dann. Geronimo! Okay. Einfacher Sprung. Also diese fremdartigen Geräusche, ne? Da denke ich immer, dass diese Aliens hier gleich wieder auftauchen. Was gibt's denn hier? Nichts, wie es aussieht. Ja, gut runtergefallen. Was? Oh, guck mal, Gegner. Ja, von hier oben kann ich die nicht pushen. Ja. Ne, da ist der Baum im Weg. Cora, we got your back. They're trying to pin us down. Doing a good job of it too. Ryder, light him up. I'm on it. Wo sind die denn? Ach, da drüben. Was? Oh ja, ich bin da hängen geblieben am Stein, ne? Ich konnte gerade nicht um die Ecke gehen. Zurück. Na, gucken wir mal. Den Kampf hier können wir ja wenigstens noch machen. Ne? Okay. Ja, direkt hier war Speicherpunkt. Schwein gehabt. Cora, we got your back! They're trying to pin us down! Doing a good job of it too! Ryder, light him up! I'm on it! Plenty of those. I got one. So, da rechts hinterm Stein war auch eben noch einer. Scheinbar nicht. What did we ever do to them? Doch, der ist noch da. Careful, they fight dirty. Oh, fuck. Nein! Harry, you guys okay? Where the hell are you going? Na, fuck, da hinten war eh noch einer. Okay, da war ich jetzt ein bisschen zu offensiv. Müssen wir nochmal machen. Der Speicherpunkt ist, wie gesagt, zum Glück gleich direkt hier. Vor unserer Nase. Cora, ich hol meine Waffe raus, danke. They're trying to pin us down. Doing a good job of it, too. Ryder, light him up. I'm on it. Ich bin noch nicht weg, Junge. Pick your target. Plenty of those. I got one. So, kurz aufs Schild warten. What did we ever do to them? Komm schon raus, Junge. Careful, they fight dirty. Na, vielleicht kommt er auch nicht raus. Harry, you guys okay? Not dead yet. Ich will da nicht schon wieder so offensiv vorgehen. Wenn da gleich von rechts noch welche kommen. Since when do rocks float? Just go with it. Was? Alles okay, Cora? Man, these guys know how to fight. Ach, da drüben sind wir jetzt. Alter, wollte ich nämlich gerade flankieren? Das hätte auch beinahe geklappt, ne? Dir mit Granaten, ich fasse es nicht. Stufenaufstieg! Well, that settled that. Cavalry to the rescue. Nice to see you guys. You too, Harry. How is everyone? Still in one piece. You got here just in time. Where's my dad? He went scouting ahead while we fixed the shuttle. Ryder, there's weapons and ammo at the shuttle. Stock up. These things tried talking to you at all? Barely a word. Then started shooting. What about you? We didn't stop for a chat.
Ja. In der Tat, was gibt's denn hier? Waffenlager. Die Viper 1. So, wie sieht's denn aus? Kann ich jetzt hier inzwischen? Ich müsste doch können, oder? Fähigkeiten, Profile, Inventar? Nee, ist noch gesperrt. Schade aber auch. What? Get to cover! Go, go! Ich wollte gerade die Folge beenden. Jetzt kommen schon wieder Gegner. They got balls to try an airdrop. Don't let up! Na geil. Dann schießen wir hier halt noch ein bisschen. Junge, Junge, Junge. Das geht ganz schön zur Sache. Achso, die taktische Tarnung sollen wir wahrscheinlich einsetzen hier, um die zu flankieren oder so, ne? Keine Zeit für so einen Scheiß. Muss schießen. Was? This weather? Yes, we got their attention. Are those dogs? I wish. They've got some weird cloaking ability. You're shitting me. Was soll denn jetzt hier dieser Kampf hier? Hier. Round off. I'm here. Ah, komm schon. Still alive. Wiederbeleben. Here. Present. I can't get a beat on those things. Okay, also die sind schon ein bisschen heftig. Da drüben ist so ein Heavy. There's too many of them. Was? Alter, warum hätten wir denn hier niemanden den Rücken frei? Okay, also das müssen wir nochmal machen. Für heute war es das. Krass, auf einmal war so ein Hund hinter mir. Ja, gut, schön. Für heute war es das, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und beim nächsten Mal gucken wir mal, was das hier soll, wie viele Wellen da kommen und warum und weshalb und überhaupt. Das wirkt ja jetzt so ein bisschen unmotiviert. Ne? Eben hieß es noch, ja, okay, geh mal deinen Vater suchen und dann kommen hier plötzlich diese 3 Millionen Wellen. Keine Ahnung, was los ist. Macht's gut und bis dann. Ciao.